Das würde für eine Nacht läuten. So. Gucken wir mal, was wir heute so. Wenn wir heute ärgern. Gucken wir mal. Würde sagen, wir nehmen das Auto. Da rein. So. Also, ich bin der Hans hier in der Reitinger. Und bin der Bürgermeister, Polizei und der Fahrzeughändler hier von Seehausen. Und wir gucken einfach mal, was jetzt hier so alles so abgeht hier in der Stadt. Ein paar Kontrollfahrten machen. So, gucken wir mal. Öffnen wir den Händler auch noch. Schneiden wir den noch schnell auf. Während ich hier so mit umfahre, kann ich mir mal kurz das Projekt vorstellen. Seehausen ist eine kleine Ortschaft. Oh, Telefon, Telefon. Ah, muss ich hier kurz anhalten? Ja, Reisinger, hallo? Hallo, hier ist der Herr Semmelreiter. Ja, guten Tag, Herr Semmelreiter. Was kann ich für Sie Ich tun? wollte mal nachfragen, wie es denn ausschaut mit dem Wasser. Wo kriegen wir denn Wasser für unsere Tiere oder für meine Schweine? Denn die Schweine haben nichts zu trinken. Oh, okay. Ich möchte die bei diesen hohen Temperaturen ja auch nicht verdursten lassen, bei 30 Grad. Naja. Naja, ne, 30 Grad. Wir haben noch Frühling, Herr Semmelreiter. Ja, aber es kommt. Okay, ich werde hier gleich mit der örtlichen Wasserbehörde sprechen. Aber ich glaube, sie haben die alte Wasserstelle dicht gemacht und haben die nördlich der Stadt hingestellt. Ich glaube, Jo. wenn Sie Ihr Tablet öffnen, haben die das markiert. Ja, ich sehe es. Sehen Sie? Bei Feld 34. Genau, da oben. Da haben Sie das neu aufgemacht. Dann bedanke ich mich für die Hilfe Jo, kein und Ihnen Problem. noch einen schönen Tag. Jo, danke, wünsche ich Ihnen auch, Herr Semmelreiter. Tschüss. Ciao. Gut, dass ich da so weitergeht. Also, Seehausen ist eine kleine Gemeinschaft. Wir haben zurzeit einen Kuhbauer. Der ist gespielt von Herrn Klaus Wurzelhuber. Dann haben wir noch einen Schweinebauer. Das ist eben daher ein Semmelreiter. Und dann haben wir noch einen BGR-Betreiber. Von dem kennen wir eigentlich den Namen nicht. Der ist einfach nur der neue Holländer. So. Guck mal mal. Oh. So, der Shop ist eröffnet. Das ist gut. So, das Auto parken wir. Ja, packen wir. Falls wir einen Einsatz kriegen, haben wir das auch gleich hier. So.
vielleicht auch noch da gut. Keine Arbeit mehr. Ich glaube, es ist normal. Ja. So. Hier befindet sich eben unser Schweinehof. Hier ist der Kuhhof. Hier der Händler. Und dann ist hier oben jetzt die BGA. Gut, das für euch alles wunderbar. Guten Tag. Machen wir hier rein. Machen wir hier was für die Frauen. Ja. Ja, das ist schon mal da. So. Was hatten wir da schon angeboten oder nicht? Hier ist er. Ja. Was können wir dann machen? So, ich hoffe, dass wir die Fahrzeuge auch schnell verkauft bekommen. So. Bis die Erde angreifen, bleiben wir doch vorerst mal in der Stadt drinnen. So. Gucken wir hier mal nach der Baustelle, ob hier auch noch alles läuft. Die sind wieder nach Hause gefahren. Ja, sauber. Läuft alles. Oh, den haben wir hier. Oh, ein Hummel, der
müsste der ja Hungerbörse gewesen sein. Oh, Telefon. Oh, muss ich wieder rechts ranfahren. Naja, ich weiß. Ja, guten Tag, Reisinger. Hallo? Guten Tag, Herr Reisinger. Ja, guten Tag. Ich habe erfahren, dass Sie einen Händler besitzen. Oder beim ja, Händler. Genau. Oder einen genau. Örtlichen Händler. Genau. Ich habe einen Fendt 511 und ich bräuchte eine Frontladerkonsole plus Frontlader plus Schaufel. Könnten Sie mir da irgendwie ein Angebot machen, wenn Sie Zeit haben? Welchen Fendt hatten Sie, haben Sie gesagt? Den Fendt Favorit 511. Okay, und Sie bräuchten dafür einen Frontlader? Ja, einen Stolz-Frontlader, wenn Sie sowas hätten. Jo, ich mache Ihnen ein Angebot. Und sagen dann Bescheid. Ja, das wäre sehr nett. Für den Herrn Wurzelhuber, oder? Ja. Wurzelhuber. Nein, für den Herrn Semmelreiter. Ah, Semmelreiter. Oh, okay. Jo, mache ich Ihnen klar. Für den Schweinebauern. Ah, das Schweine, ja. Ne, gut, mache ich ihn bereit, schicke ich ihn dann rüber. Okay. Beziehungsweise ich rufe Sie an, wenn ich das Angebot habe, ne? Ja, also Frontlader, Konsole, Frontlader und... Genau. Ja, Frontlader, die Konsole müssen wir sowieso anbauen, das ist kein Problem. Aber für den Alles einfach in Standardausführung, wenn Sie irgendwie eine Farbe haben, einfach alles so Standard, so wie es ist. Jo, gut, machen wir. Wir sind bereit. Okay. Machen wir. Okay, dann, ich melde mich bei Ihnen. Dankeschön. Jo, kein Problem. Tschüss. So, dann fahren wir zurück. Und erstellen wir das Angebot. Entra 511. So, mein Block aufgeholt. Und das war jetzt ein Zubereiter. Hier den Katalog. Ach, den Katalog, er braucht. Was kann man hier überhaupt? Moment. Das hat das Entscheidung nicht. Hier kann man nicht sagen. Und eine Schaufel braucht er, eine Wahlschaufel.
Und haben noch Arbeitszeit dazu. Dann rufen wir den mal schnell an. Wo ist denn der jetzt? Noch den mal an. Wo haben wir denn die Namen genommen? Haben wir Telefon und Telefon. Ich war gerade bis jetzt bei dem, ich hab's mir ja vorgemerkt. Ich würde sagen, ich tue ihn einfach. Die Switche. So. Oh, hier sind wir weiter. Das war ja der Schweinebauerin. Ja, genau, hier runter und da raus. Irgendwo hier war der doch zu Hause. Ach genau, da muss rein. Gucken wir mal, ob er zu Hause ist. Uff. So, das war die erste Folge. Und jetzt sind wir dann in der nächsten Folge. Und hoffen wir, dass wir dann hier den Himmelreiter anrechnen. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao.